Machen Pornos wirklich impotent? Und stimmt es, dass du wegen Pornos ganz schnell eine Sucht entwickeln kannst? Eine Sucht, die sogar zu Depressionen führt. Das Internet ist voll mit solchen Schlagzeilen, die behaupten, dass zu viel Pornokonsum extrem schädlich ist. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich zeige dir, wie du merkst, ob du tatsächlich pornosüchtig bist, und du erfährst, warum gerade das Motivationshormon Dopamin für deinen übermäßigen Pornokonsum mitverantwortlich ist. Aber jetzt zur Grundfrage. Sind Pornos schädlich? Lass mich dir dazu ein reales Beispiel aus der Best Lover Academy geben. Zu mir kommen täglich Männer, die an Erektionsproblemen leiden. Und tatsächlich ist bei vielen davon ein extremer Pornokonsum zumindest mitverantwortlich. Mitverantwortlich dafür, dass sie im Bett nicht so potent sind, wie sie es gerne hätten. Ja, und so ging es auch bei Thomas. Er fing schon sehr früh damit an, Pornos zu schauen. Er war damals gerade mal 13, was auch ungefähr dem Durchschnittsalter entspricht, in dem Jugendliche heute das erste Mal mit Pornos in Kontakt kommen, oft sogar noch früher. Ja, und noch bevor Thomas also das erste Mal auch nur ein Mädchen geküsst hatte, hatte er alle möglichen Stellungen kennengelernt, Analsex und Dreier gesehen und auch immer extremere Fetischvideos entdeckt. Und natürlich hat er auch dazu masturbiert. Und das nicht nur täglich, sondern teilweise mehrmals am Tag. So wurde es bei ihm zur Gewohnheit. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Ja, und ein paar Jahre später hatte Thomas dann endlich seine erste Freundin und er war total aufgeregt, endlich reale Erfahrungen zu machen. Doch irgendwie blieb der Kick, den er von Pornos gewöhnt war, blieb aus. Er traf danach noch andere Frauen und mit einigen davon konnte er auch seine immer extremeren Fantasien, die er inzwischen hatte, ausleben. Doch auch hier war es nicht dasselbe. Sein Pornokonsum hatte inzwischen schon ziemlich problematische Auswirkungen auf sein sexuelles Erleben eingenommen. Thomas hatte, und das kann man schon sagen, eine Pornosucht entwickelt und deswegen immer weniger Lust auf Sex mit realen Frauen. Irgendwann kamen dann seine wirklichen Probleme. Er bekam nämlich einfach keine stabile Erektion mehr. Er bekam einfach keinen Hoch. Und das war total frustrierend für ihn. Das ist verständlich, oder? Das war dann der Moment, in dem er bei uns, bei der Best Lover Academy, begonnen hat. Das, was Thomas beschreibt, ist keine Seltenheit. Warum so viele Männer etwas Ähnliches wie Thomas erleben und warum Pornos sogar deinen Hormonhaushalt beeinflussen und das dann wirklich zu Depressionen führen kann, davon erzähle ich dir gleich. Wenn du dich jetzt fragst, ob auch du in eine Pornosucht abgedriftet bist, mach am besten den Test auf der Best Lover Website. Dabei findest du sehr schnell heraus, ob dein Pornokonsum noch normal ist oder ob du bereits auf dem Weg bist, deine Potenz damit nachhaltig zu zerstören. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung oder eben gleich auf unserer Website. Also, führt Pornokonsum aber wie bei Thomas immer gleich zu Erektionsproblemen? Nein, ich möchte Pornos nicht per se verteufeln. Aber, wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift. Wenn du dir hin und wieder entspannt einen Porno ansiehst, ist das kein Problem. Probleme wie immer geringer werdende Lust, zwanghaftes Masturbieren über Stunden und Erektionsstörungen treten erst auf, wenn dein Konsum zu häufig wird. Und was das wichtigste Kriterium ist, wenn du ohne Pornos nicht mehr in deine sexuelle Lust kommst, dann ist das auf jeden Fall ein höchstes Alarmzeichen. Wenn du sehr oft einen Drang danach spürst, Pornos zu schauen und wenn du stundenlang von Video zu Video klickst und keine Befriedigung erfährst, dann hast du bald ein richtiges Problem. Pornos werden erst schädlich, wenn du die Kontrolle über dein Verhalten verlierst. Und woran erkennst du eine Pornosucht und inwieweit spielt hier nun das Motivationshormon Dopamin eine Rolle? Eine Sucht ist ein Zwangsverhalten. Das bedeutet, du spürst immer wieder ein starkes Verlangen, etwas zu tun. Aber du kannst dieses überhaupt nicht kontrollieren. Nein zu sagen fällt dir extrem schwer.
Ja, und genauso wie du abhängig von der Wirkung von Alkohol zum Beispiel oder von anderen Drogen werden kannst, kannst du auch süchtig nach der Wirkung von Pornos werden. Warum ist das so? Wenn du sexuell erregt wirst, wird unter anderem Dopamin in deinem Körper abgerufen. Dopamin ist auch als Glückshormon oder Motivationshormon bekannt. Wenn du dann zum Orgasmus kommst, kommt es zu einer regelrechten Dopaminexplosion. Genau deswegen fühlt sich Sex auch so geil an. Erstmals ganz positiv, oder? Nun, aber es gibt einen Haken. Wenn Dopamin abgerufen wird, braucht es eine längere Zeit, bis sich der Hormonspiegel wieder auffüllt. Der Körper will immer mehr und immer schneller davon spüren und du willst deswegen möglichst schnell wiederholen, was zu diesem Dopamin-Push, diesem Dopamin-Rausch geführt hat. Ja, und dann schaust du dir den nächsten Porno an und dann senkst du den Dopaminspiegel weiter. Das wiederum führt wieder zum Verlangen. Ja, und du ahnst es, jetzt kommt es zu einem regelrechten Teufelskreis. Und jetzt Achtung! Wenn dein Dopaminspiegel ständig abgeschöpft wird, ist er irgendwann so niedrig, dass dir nicht nur für Sex der Antrieb fehlt. Als Motivationshormon gibt uns Dopamin nämlich Energie. Und wenn es ständig abgeschöpft wird und deswegen niedrig ist, dann kann es wirklich zu einer Depression kommen. Die Stärke des Dopaminausstoßes ist zudem abhängig von der Intensität des Reizes. Je stärker der Reiz ist, desto stärker ist auch der Dopaminausstoß. Ja, und jetzt frage dich mal, wie stark der Reiz von Pornos ist. Wenn du es ähnlich wie die meisten machst, dann schaust du dir nicht ganz geduldig einen einzelnen Porno von Anfang bis zum Ende an. Nein, du hast wahrscheinlich gleichzeitig 3, 4, 5 Tabs offen und spulst immer wieder schon vor zu den geilsten Stellen oder zurück und in deinem Hirn spielt das Dopamin verrückt. Und du willst mehr und mehr und mehr von diesem geilen Zeug. Immer wieder. Und wenn du diesen Drang nicht gut kontrollieren kannst, driftest du in ein Suchtverhalten ab. Und warum ist so eine Sucht nun wirklich extrem schädlich? Wenn Männer, wie auch Thomas, in jungen Jahren beginnen, Pornos zu schauen und zu Pornos zu masturbieren, kann es echt gefährlich für deine Sexualität werden. Weil das junge Gehirn ist ja noch viel leichter beeinflussbar. Und wie wir wissen, speichern sich besonders Gewohnheiten, die wir in jungen Jahren gebildet haben, ganz fest in unserem Gehirn ab. Wird nun sexuelle Erregung jahrelang nur mit Pornos gekoppelt, also quasi auf Pornos trainiert, ist es sehr schwer, davon wieder loszukommen. Da muss man andere Formen von sexueller Lust überhaupt mal erst lernen. Wie eben auch Lust, die entsteht, wenn man mit Frauen Sex hat. Oder auch Lust, die entsteht, wenn man sinnlich und langsam und ganz körperlich masturbiert. Sind wir mal ehrlich. Im Porno schauen wir Menschen dabei zu, wie sie Sex haben. Aber eben nur eine bestimmte Form von Sex. Und das hat nichts damit zu tun, wenn man dann selber Sex hat. Wie soll man denn wissen, was Lust und Erregung bedeutet, wenn man selbst Sex hat, wenn man in jungen Jahren schon Pornos konsumiert hat. Ich habe schon oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die eigene Erregung spüren zu können, die eigene Erregung zu lernen, wie sich das anfühlt. Und das tut man nicht, wenn man Pornos schaut. Da wird ein visueller Reiz wahrgenommen und direkt in die Genitalien gesendet. So eine Überreizung merkst du auch, wenn du zum Beispiel normalerweise dein Essen sehr salzig isst. Und wenn du dann dein Essen einmal ohne Salz oder mit viel weniger Salz konsumierst, dann schmeckt es plötzlich total langweilig. Das Hirn ist auf einen bestimmten Reiz, auf ein bestimmtes Reizlevel trainiert und braucht dann das. Den Begriff Desensibilisierung kennst du vermutlich. Also wenn man weniger empfindsam auf Reize reagiert. Und genau dasselbe passiert bei einer Pornosucht.
Wie soll eine ganz normale Frau in einer sich langsam entwickelnden sexuellen, sinnlichen Interaktion die gleichen intensiven Empfindungen und sexuellen Reize auslösen können, wie mehrere parallel laufende professionelle Sexfilme, bei denen du immer von Penetration zu Penetration, von Höhepunkt zu Höhepunkt vorspringst? Das ist einfach unmöglich. Da kann keine Realität mithalten. Aus einer echten Sucht herauszukommen, ist eine enorm herausfordernde Aufgabe. Wenn du nun selbst Tendenzen zu Lustlosigkeit oder Erektionsproblemen bei dir bemerkst, dann solltest du unbedingt abklären, ob das mit Pornos zusammenhängt. Und wir von Best Lover, wir unterstützen dich dabei. Melde dich doch einfach mal für ein unverbindliches Analysegespräch an und wir gehen der Sache gemeinsam auf den Grund. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich nochmal zusammenfassen, was kannst du dir aus dem bisher Gesagten mitnehmen? Pornos schauen ist nicht per se schädlich, aber bei sehr häufigen und intensiven Konsum kann es zu einer Pornosucht führen, bei der dann dein sexuelles Empfinden und auch deine Leistungsfähigkeit darunter leiden. Maßgeblich dafür ist das permanente Auslösen von Dopamin, das dich immer wieder nach dem Pornoreiz suchen lässt. Achte deswegen auf einen ausgeglichenen Konsum und werde bei ersten Anzeichen auf Sucht aktiv und mache etwas dagegen. Buch dir ein kostenloses Analysegespräch bei mir. Das ist der erste Schritt, etwas dagegen zu tun. Also, ich wünsche dir alles Gute.